Hey, sorry, darf ich mich schnell etwas fragen? Ja, sicher. Was machst du beruflich? Ich arbeite als technische Sachbearbeiterin bei der Pilatus Flugzeugwerk. Oh, mega cool. Hast du das Gimmick gemacht oder die Lehre? Also ursprünglich habe ich die Lehre als Kunststofftechnologin gemacht und nachher habe ich mich zur Prozessfachfrau weitergebildet. Okay, magst du mir noch etwas mehr dazu erzählen? Ja, sicher. Während der Berufswahl bin ich auf die Lehre Kunststofftechnologin gestossen. Das hat für mich spannend ausgesehen, darum bin ich schnuppern. Und weil mir die Schnupperlehre so gut gefallen hat, habe ich mich darauf beworben und schlussendlich die vierjährige Lehre als Kunststofftechnologin gemacht. Nach meiner Lehre wollte ich mein Wissen weiterentwickeln und in einem anderen Bereich einsetzen. Und durch das habe ich die Weiterbildung als Prozessfachfrau gestartet. In Zukunft sehe ich mich weiterhin im Bereich Qualitätsmanagement und möchte mich darum dort weiterentwickeln. Die Lehre an sich ist sehr einzigartig und spannend. Man kann die Ausbildung in verschiedenen Branchen machen. Nach meiner vierjährigen Lehre habe ich anderthalb Jahre lang als Ausgelehrte gearbeitet und schlussendlich mich dafür entschieden, eine Weiterbildung zur Prozessfachfrau zu machen. Durch das konnte ich dann in die Abteilung Configuration Management wechseln, wo ich jetzt als technische Sachbearbeiterin arbeite und für die Koordination von Qualitätsmeldungen im Engineering zuständig bin. Die Schüler, die noch in der Berufswahl sind, denen würde ich mitgeben, dass sie im Internet sich mit verschiedenen Berufen auseinandersetzen sollen. Aber ich kann jedem empfehlen, die als Kunststofftechnologe oder Kunststofftechnologin zu machen. Egal ob Flugzeugteile, Zahnbürstchen oder Spritzen, der Kunststoff ist in unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Darum würde auch du ein Teil davon und komm jetzt schnuppern als Kunststofftechnologe oder Kunststofftechnologin.